So, ja, ihr wisst es ganz genau. Ich komme dann herein, da drüben sitzt der Elferrat. Das Funkenmariechen ist da drüben, dann ist da der Bürgermeister. Gell? Der Hochwürden sitzt da drüben und die Rittergilde dirigiere ich dann, die ist dann da. Ich dirigiere dann die Rittergilde, gell? Ich komme dann rein, natürlich müsst ihr euch vorstellen, immer mit Ornat. Ich habe dann das Zepter dabei, ich bin also im vollen Ornat dann da. Und ich fange dann an, jetzt haben wir es einmal üben, nicht wahr? Ich trete ganz rein mit meinem Vierzeiler. Heute soll's besonders krachen, heute bringen wir was zum Lachen. Heute bleibt kein Auge trocken, wenn's kracht, haut's einem aus den Socken. Ja, was ist denn? Das kommt immer sehr gut an. Da lachen die Leute, auslachen lassen und dann gleich noch einmal. So. Ja, dann fange ich an. Sehr verehrte umgekehrte Ladies und umgekehrte Chili-Männer. Da lachen's, lachen, lachen lassen und... Der Vierzeiler kommt ja auch bombig an, den mache ich schon seit 7 Jahren. Ne? So, und jetzt fange ich dann an, der erste Witz dann, den ich hineinflechte, da müsst ihr dann ein bisschen mitdenken, ne? Das ist ganz einfach. So, der erste geht also so, mache ich eine Reise mit meinem Opa und meiner Frau, ich fahre mit dem Schiff durch die Welt, kommt mir meine Frau abhanden, da lachen sie dann, ne? Jetzt Gelächter, ne? Sag ich, selten so ein Glück gehabt. Sagt der Kabinennachbar, sagt, ja, meine Frau ist auch abhanden gekommen. Bei dem Glück muss man aber dran denken, ob nicht was faul ist. Gelächter, jetzt. Am anderen Tag kommt der Walfisch und spuckt beide Alten wieder aus auf Deck, sagt der Kabinennachbar, hat der Walfisch jetzt wegen ihrer oder wegen meiner Alten gekotzt? Das ist ein ganz großer Ankommer, also so, schon seit Jahren. Allein mit diesem Gag fühle ich schon Seele. So, jetzt kommt der Nächste. Sagt der Pfarrer zu mir, sagt er, Ihr Sohn ist aber saudumm, der hat ja gar nicht gewusst, dass Christus gestorben ist, sage ich, aber Herr Pfarrer, wir haben ja gar nicht gewusst, dass er krank war. Ja, nochmal, komm, was ist denn? Nochmal. Ja. Jetzt kommt ein bisschen was Politisches, das ist was Feineres, da muss mitgedacht werden, da müsst ihr ein bisschen den Leuten Zeit geben. Ich werfe einen Hummer ins heiße Wasser, ins brodelnde Wasser, wird der Hummer ganz rot. Sag ich, ja, warum bist denn du so rot? Bist du ein Roter? Sagt der Hummer, ich bin doch kein Dummer, obwohl es den Roten jetzt ganz schön heiß wird. Warten, warten und dann... Also da brüllen die Leute, wenn sie es verstanden haben, dann ist wirklich was los. Sitze ich in der Zelle, sagt mein Zellennachbar im Gefängnis, sitzt so da, so traurig, sag ich zu ihm, ja, warum sitzt denn du da in der Zelle? Sagt er, ich habe eine Sau geschlachtet. Nein! Also hirnverbrannt, Menschenskind. Versaut dir doch meinen Gag. Nein, ein bisschen mitdenken. Nein. Also noch einmal. Entschuldigung, Herr Dr. Kleinsorge. Ja, es ist schon gut, aber ein bisschen mitdenken. Also ein Musikermaterial ist das heute. Es ist, also noch einmal. Sitze ich in der Gefängniszelle, sage ich zu dem Zellengenossen, sage ich, warum sitzt denn du da herinnen? Sagt er, ich habe eine Sau geschlachtet. Sage ich, warum bist du dann im Gefängnis? Sagt er, die Sau war zufällig meine Alte. Ja, was ist denn? Komm, was ist denn? Noch mal. Und dann gehe ich dann rüber und dirigiere dann die Rittergilde. Ich gehe dann rüber und fange dann an. Das Narrenschiff geht niemals unter. Die Narren bleiben immer froh und munter. Allah felau, Allah felau, Allah felau. Und wenn der Kamin auch stinkt, das Narrenschiff aber niemals sinkt. Allah felau, Allah felau, Allah felau, Allah felau, Allah felau, Allah felau. Und mit und ohne Schnaps, wir fressen keinen Raps. Allah felau, Allah felau, Allah felau. Bombing, das ist unglaublich, eine Zeit in Stimmung.